ein weiteres Szenario ist halt die Matrix. Simulierter Empathie. In dem Sinne, wie wir es als Menschen machen. Das würde dann an meinem Selbstverständnis als Mensch rütteln. Unglaublichen Verschmutzung unserer Informationssysteme. Wahlergebnisse beeinflussen können. Daten über uns bestimmen. Und wir müssen darauf bestehen, dass der Mensch das Wesentliche ist. Wenn wir das nicht tun, werden wir verlieren gegen die Systeme. Die erste These, Natur und Technik sind keine Gegensätze. Das ist eine ganz grundsätzliche Aussage. Technik kann zum Schutz der Lebenswelt beitragen. Da waren sich auch alle einig. Ich würde sogar weitergehen und sagen, Technik ist ein Ausdruck des Potenzials, das in der Natur steckt. Wir sind in der Lage, dieses Potenzial sichtbar zu machen, in Form zum Beispiel der Fernsehkameras, die hier stehen. Eigentlich ist das auch ein Stück Natur, genauso wie dieses Gebäude so eine Art Termitenhaus ist, von Menschen gemacht. Termiten können auch was bauen, das sieht dann nur anders aus. Technik muss stärker mit anderen Themenbereichen interagieren, insbesondere mit den Sozialwissenschaften, die diese Forschungen ja anstellen könnten. Ganz viele dieser Hürden sind unbewusst geschaffene Hürden. Wir haben starke kulturelle Hürden in der Akzeptanz, wer darf wie viel Teilzeit arbeiten, wer muss wie viel Geld nach Hause bringen, wer darf mehr oder weniger verdienen, die wir einfach aus unserer Historie so mitbekommen. Und das macht es unheimlich schwer, das zu ändern, auch wenn uns auf der logischen Ebene klar sein sollte, dass es egal ist, ob der Mann oder die Frau in einer Familie Haupternährer oder Haupternährerin sind, solange die Familie ernährt wird. Nicht Technik, sondern das Handeln und die Wirtschaftsweise der Menschen ist die Bedrohung. Wenn die Automatisierung jetzt klassische Jobs ersetzt, dann sind das genau die Bereiche, glaube ich, wo neue Jobs entstehen können und wo wir nachdenken müssen, was hier geschehen kann und muss, wo die Potenziale liegen. Und hier, glaube ich, gibt es eine riesige Chance, diese zwei Themen zusammenzubringen. In Japan findet seit einigen Jahren sehr intensiv Forschung in diesem Bereich statt. Und zwar gezielt in Altenheimen und also mit so simulierter Empathie hat man da sehr große Erfolge. Die Frage ist, ob das eine wünschenswerte Zukunft ist, aus meiner Sicht. Würden Sie Roboter in der Pflege einsetzen? So, jetzt kann ich das von hier nicht sehen, aber ich glaube, es ist relativ eindeutig ein... Nur einfache Tätigkeiten. Ne? Wenn ich da demente Kranke habe, da kann ich durchaus, sagen wir mal, menschlich dann auch den Roboter gestalten und dann andere Leute noch dazu, wenn ich eine demente Mutter oder weiß ich was hat, dadurch entlasten. Also ich muss doch nicht immer gleich das einschränken. Klar, ich möchte auch, dass Maschinen mit mir besser interagieren, mich mehr überzeugen, egal was für Maschinen das sind, ob das jetzt nachrichtengenerierende Bots sind oder Suchmaschinen oder irgendwelche Roboter in der Produktion, ich möchte mit denen normal reden können. Ich möchte, dass die argumentieren können und mich überzeugen können. Und dann kann ich das natürlich auch hinterfragen, was ich an Argumenten bekomme. Wenn ich aber einfach nur Zahlen präsentiert bekomme, ist das nicht so leicht. Also ich denke, das ist ein wichtiger Weg, dass man Maschinen, egal welcher Couleur, ob das jetzt nur Algorithmen sind oder irgendwelche feststehenden Sachen, dazu bringt, durch Forschung, durch Arbeit an diesen Fragen, dass sie mit mir diskutieren. Also diskutieren im Sinne, wie wir es als Menschen machen, dass ich eben die Maschine hinterfragen kann und sagen kann, da stimme ich jetzt aber nicht überein, ich brauche ein bisschen mehr, was mich überzeugt. In dem Fall, wo, sage ich mal, menschliche Interaktion, Emotionen, Empathie oder sowas verlangt wird, würde ich sagen, nach meiner Einschätzung kann das eine Maschine wahrscheinlich niemals leisten. Oder hoffe ich, dass das eine Maschine niemals leisten würde, weil das würde dann an meinem Selbstverständnis als Mensch rütteln. Navigationsgeräte sind ein gutes Beispiel. Man tippt einfach eine Adresse ein und weiß noch nicht mal, ob das jetzt Nord- oder Süddeutschland ist. Und die Menschen werden immer dummer. Das eine. Wir schaffen Technik, die
Zeit schafft, die Lebenszeit schafft. Denken wir mal ans Waschen, wenn man früher an Bach gegangen ist und die Wäsche waschen musste. Heute geht das auf Knopfdruck. Und trotzdem haben wir keine Zeit und hetzen von Termin zu Termin. Was das Lebensgefühl betrifft, das hängt sehr von einem selbst ab. Was uns die Technologie bietet, ist mehr Bequemlichkeit, Ersparen von ärgerlichen Tätigkeiten, die wir gar nicht gerne machen wollen. Also wollen Sie jeden Tag stundenlang abspülen, Teller trocknen und so. Ist doch gut, dass es da die Waschmaschine gibt. Und mit der Zeit können Sie doch was Kreativeres anfangen. Und das hängt dann von Ihnen selber ab. Spielen Sie ein Musikinstrument zum Beispiel. Ja? Ich denke, dass die Technologie im Großen und Ganzen wirklich Lebensqualität bringt. Worüber wir uns ja heute unterhalten haben, das hat die Science Fiction oder Hollywood schon vor über 30 Jahren gemacht. Ne? Also David Hasselhoff mit seinem Knight Rider Auto und seiner Smartwatch gab es in den 80ern, der Terminator auch in den 80ern. Das sind alles Szenarien, auf die wir uns zubewegen. Ich glaube, es hat keinen Sinn, auf Hollywood, auf irgendeinen anderen Anbieter, auf das Netz oder auf autonome technische Systeme zu setzen und zu sagen, irgendwo muss doch die Lösung herkommen. Wir müssen verstehen, dass das Wesentliche der Lösung im Menschen liegt und wir müssen darauf bestehen, dass der Mensch das Wesentliche ist. In der Politik und an der Universität genauso. Wenn wir das nicht tun, werden wir verlieren gegen die Systeme. Ein weiteres Szenario ist halt die Matrix und an der Stelle möchte ich halt ja, darauf hinweisen, dass wir den Wert unseres eigenen Gehirns und unseres Bewusstseins eigentlich bei aller Autonomität wertschätzen sollten. Glauben Sie, dass Social Bots, Social Media Fake Accounts Wahlergebnisse beeinflussen können? Es geht so ein bisschen in Ihre Richtung. Ja, das ist eigentlich dieselbe Art von Frage. Und wir haben ein Umfrageergebnis von 74% Ja-Meinungen von Ihnen. Und das Auditorium, das es beantwortet hat, die Grundgesamtheit waren 109 Antworten. Ein wichtiges Anliegen unseres Digitalmanifestes eben genau darauf hinzuweisen, dass wir in Gefahr sind, dass die Daten über uns bestimmen. Daher der Begriff Datendiktatur, so nach dem Motto, die Daten wissen besser, was wahr ist und was getan werden muss und wir Menschen müssten sich dem unterordnen. Und wie ich in meinem Vortrag ausgeführt habe, endet es so, dass da Menschen unter die Räder kommen. Das ist also hochgefährlich, das ist eine totalitäre Ideologie und die dürfen wir nicht passieren lassen, sondern dem müssen wir uns wirklich entschlossen entgegenstellen. Es gibt Unternehmen, die versucht haben, das Geld zu ersetzen durch eine andere knappe Größe, das ist unsere Aufmerksamkeit. Und dementsprechend ist der Wettkampf um dieses knappe Gut entbrannt und das führt dazu, dass jeder noch lauter schreit oder noch schrillere Behauptungen macht. Alles, was unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann, ist sozusagen hier das Mittel der Wahl, um Geld zu verdienen oder Macht und Einfluss zu gewinnen. Und dadurch, dass natürlich abstruse Behauptungen interessanter sind als irgendwie blanke Fakten, verbreiten sie sich tendenziell schneller. Und das führt zu einer unglaublichen Verschmutzung unserer Informationssysteme im Moment, weil man das nämlich mit sozialen Bots auch noch automatisieren kann. Die suchen sich also quasi die Nachrichten, die sich am schnellsten verbreiten wie ein Wildfeuer. Und verbreiten die da noch viel mehr. Ich glaube, es gab schon sehr viele positive Aspekte, die man mitnehmen kann. Man kann sicherlich auch Angst haben vor Veränderungen. Es wurden auch Wege gezeigt, wie wir vielleicht Dinge besser angehen sollten als Gesellschaft. Wie hat sich Ihre Einstellung zu technischer Autonomie durch die Konferenz verändert?